willkommen zu einem neuen Video. Ja, eigentlich war der Tag heute ein bisschen anders geplant. Ich wollte eigentlich mit Falto auswärts fahren, auf dem großen Springplatz, wo ich mit Polly letztens war. Und ja, Polly wollte ich scheren, also das steht auch noch. Und eigentlich auch so ein bisschen ausreiten und mal gucken, weil wir ein bisschen draußen reiten. Ja, leider hat uns der Frost überrascht. Also was heißt überrascht? Laut Wetterbericht sollte es minus 1 Grad werden. Und leider wurde aus minus 1 Grad anscheinend ein bisschen mehr, weil das ist alles knüppelhart gefroren und somit kann man irgendwie gar nichts draußen machen. Sprich, ich werde jetzt ein bisschen umplanen müssen und Polyscheren steht, dann werde ich mit beiden auf jeden Fall zur Halle reiten, weil, ja, jetzt ist das Wetter schön und was ist, die können nicht raus, weil Falto holt sich sofort eine Sohlenentzündung, wenn der ein bisschen auf Frost läuft. Das haben wir jetzt schon ein paar Jahre durch existiert und da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf, dass er da wieder erst recht drinnen stehen muss und Schmerzmittel bekommen muss wegen seiner scheiß Sohlenentzündung. Ja, und Polly hat ja sich die Hufe so kurz abgeraspelt, dass da jetzt am Dienstag wieder Eisen draufkommen, weil einfach die Hufe zu kurz sind, weil sie so viel gebuddelt hat. Ja, schön. Naja, auf jeden Fall werde ich mir jetzt erstmal Polly aus der Box poolen, ein bisschen putzen und dann schere ich sie erstmal. Polly ist jetzt einigermaßen geputzt, also einigermaßen so, damit das für Scheren reicht. Und dann baue ich mir jetzt gleich die Schermaschine zusammen, hole noch Verlängerungskabel und so. Und dann wird sie wieder nackig gemacht. Ich bin am überlegen, die hat ja jetzt so diese Schuhe. Also so, wie nennt man das denn? Jagdschuhe ist das ja, glaube ich. Ein bisschen raus hier aus der Sonne. Und ob ich das noch ein bisschen breiter mache, weil die echt so doll geschwitzt hat jetzt schon wieder in so kurzer Zeit. Und das ist natürlich dann echt blöd und bringt auch keinen Spaß, weil man dann hier noch eine halbe, dreiviertel Stunde rumhühnern muss, damit das Pferd endlich seine normale Decke aufkriegen muss, weil sie sonst einfach zu doll nachschwitzt. Also werde ich gleich mal gucken, ob ich noch ein bisschen mehr wegnehme. Ja, da denkt man so, cool, ich kann scheren und dann hat sich das Scherblatt verselbstständigt. Jetzt werde ich hier erstmal einmal auseinanderbauen. Also so hier diese Schrauben lösen und das wieder heilo machen. Joel! Ich habe sie nicht kaputt gemacht. Also Papa fiel mir, der hat mir geholfen. Wir sind jetzt in der Halle angekommen, meine Polly, und müssen jetzt mal ein bisschen zusehen, dass wir in die Arbeit kommen, weil Polly ist nämlich ganz schön kalt durch das Scheren und ich habe einen neuen Helm, das ist nämlich ein Weihnachtsgeschenk von meinem Freund und meinen Eltern gewesen, richtig cool, und ich hatte den selber schon ins Auge gefasst, um mir den zu kaufen, weil ich den so schön finde, und ja, dann habe ich ihn zu Weihnachten von dem bekommen, hat mich natürlich sehr, sehr drüber gefreut. Ich habe gedacht, okay, heute ist ein schöner sonniger Tag. Heute ist ein guter Tag, um diesen Helm einzuweihen auf den Kopf. Also natürlich ohne runterfallen, hoffe ich. Ja, und jetzt wollen wir mal ein bisschen loslegen, bis wir in die Arbeit kommen. Thank you.
So, Polly und ich sind jetzt durch. Denn man merkt die 2-3 Tage an, wo wir jetzt ein bisschen eher rumgebummelt haben oder mehr gesprungen sind und so. Das macht sich dann in der Dressur dann bemerkbar. Nicht so gut, da müssen wir jetzt wieder dran arbeiten, weil sie dann wieder in der Anlehnung so nörgelig ist und ich dann wieder so luschig reite und so. Ja, aber ansonsten war das eigentlich ganz gut heute. Also wir müssen halt im Galopp noch vor zurück, das muss noch alles so ein bisschen ausbaufähiger sein. Also oder ist halt viel mehr ausbaufähig, sagen wir mal so rum, dass da einfach noch so ein bisschen mehr, ja, dass das deutlicher ist, die Übergänge, also von vor zurück und so weiter. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden mit ihr, dafür, dass sie jetzt auch ordentlich abgespackt ist, als wir hergeritten sind, so mit, oh Gott, da ist was, und obwohl da gar nichts war, und obwohl, ich denke mal, ihr war ein bisschen kalt vom Scheren einfach. Ja, und jetzt reiten wir gemütlich zurück. So, Polly, das kleine Nachtgespenst, und ich sind wieder zu Hause. Falto ist auch gleich noch dran. Ist sie da? Ja, ein bisschen bewegen. Ne? Und Polynese frisst ihr Heu. Ja, wie gesagt, war ganz gut. Ich bin ganz zufrieden mit ihr. Und sie hat jetzt auch eine dickere Decke auf. Da sieht man es ein bisschen. Ja, und jetzt muss ich ja noch die Bandagen ausziehen, wollte ich gerade sagen. Abbandagieren, wie auch immer man das nennen will. Dann kommt sie in die Box und dann schnappe ich mir dann Faltoniano. Und zack, schon sitze ich auf dem nächsten Pferd. Faltoniano. Schön in der Sonne. Tigern wir jetzt zum zweiten Mal zur Halle. Aber das Schöne ist, man kann wenigstens noch draußen Schritt reiten. Also jetzt zur Halle hin. Macht natürlich auch schon was aus. Und dann wollen wir gleich mal gucken, was der Falto so sagt. Der wurde nämlich vorgestern geimpft. Dann müssen wir noch ein bisschen wenig machen. Ein bisschen weniger machen. Faltoniano und ich sind jetzt durch und ja, war ganz gut, war richtig gut sogar eigentlich. Kleiner Schnuffel. Und deswegen düsen wir jetzt nach Hause, weil Martin kommt gleich noch und dann können wir Bilder machen, weil die Sonne nämlich gerade so schön scheint. Mal gucken, was draus wird. Später. So, Falto und ich sind jetzt wieder zu Hause. Das war sehr gut. Das Training hatte ich ja schon gesagt und ja, was wollte ich noch sagen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, jetzt schmeiße ich die gleich nochmal raus, weil ich die Boxen machen muss. Er ist jetzt immer noch sehr, sehr hart gefroren, aber ich denke mal, die 10 Minuten werden sie sich hoffentlich nicht zerstören. Was ist denn da ein Fussel? Und dann muss ich noch Boxen machen und Futter fertig machen und dann habe ich auch Feierabend. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Müsste so 3:30 sein ungefähr von der Sonne her und so. Ja, ansonsten, ich glaube, ich muss mir mal so eine Taschentücherbox in den Stall stellen. Habt ihr das auch immer, so eine Schnoddernase? Kaum draußen, 3 Schritte, Wasserfall on the nose. Ja. Ja, ich bin heute zufrieden. Ich hoffe, das Follow Me Around so den ganzen Tag hat euch gut gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Tschüss!